Hi Freunde, ich habe gedacht, weil ich jetzt mal ein anderes Video machen will, gehe ich mal raus in die Natur. Ist ja auch schön und ich wohne ja zum Glück auch in einem schönen Bereich der Natur. Mit dem Hashtag AskArke sind mir eine Menge Fragen gestellt worden und teilweise waren es auch wirklich ernste Fragen dabei, auf die ich jetzt mal ernst antworten möchte. Was für ein Video kommt für dein 1000-Abo-Special? Ich habe tatsächlich schon einen konkreten Plan für mein 1000-Abonnenten-Special. Ich will nicht zu viel verraten, denn dann ist es kein Special mehr, weil ihr eigentlich schon wisst, was passiert. Aber ich werde dort andere, verschiedene Videoeffekte einsetzen und es wird auf jeden Fall eine Menge Spaß machen. Ich warte eigentlich nur noch auf die 1000 Abonnenten, damit ich genau dieses Video für euch produzieren kann. Welche Sexualität hast du? Bist du hetero, homosexuell oder bi? Ich bin das jetzt schon ein paar Mal gefragt worden und ich will da ganz ehrlich zu euch sein, ich bin schwul. Allerdings will ich aus meiner sexuellen Neigung kein großes Thema machen, denn ich bin immer noch ich, es ist da völlig egal, was für eine sexuelle Neigung ich habe. Seid ihr beiden zusammen, weil du meintest, Schatz, deine Pfote ist nicht in der Kamera. Ja, Kodiak und ich sind zusammen. Wir haben jetzt auch nicht irgendwie versucht, das Geheimnis draus zu machen. Ich drehe so oft bei ihm Videos, ich drehe so oft mit ihm zusammen Videos, dass es eigentlich keine so große Überraschung mehr sein sollte. Würdest du in einer Doku-Sendung über Furries fürs Fernsehen mitmachen? Wenn es wirklich eine ernst gemeinte Doku ist, die wirklich recherchiert und wo ich zum Schluss noch entscheiden kann, ob das Ganze so veröffentlicht werden kann oder nicht, dann ja. Ich denke, alleine durch die Tatsache, dass ich ja schon YouTube-Videos mache, bietet es sich auch an, dass ich eine seriöse Reportage über Furries mitmachen würde. Daher wäre ich bei so einer Reportage auf jeden Fall nicht abgeneigt. Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben? Nachdem meine ganze Vergangenheit nicht ganz so einfach war, würde ich mir damals auf jeden Fall den Ratschlag geben, zu sein, wie ich bin und sich auch wirklich zu wehren. Ich habe damals eine Menge eingesteckt durch Mobbing in meiner Schule und überall eigentlich und habe mich nie wirklich gewehrt. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ich hätte mich von vornherein wehren sollen. Natürlich nicht gewalttätig wehren, sondern durch Worte wehren. Ich denke, dann wäre mir wohl auch eine Menge Mobbing erspart geblieben. Würdest du mal etwas für uns singen? Sollen wir dir Tipps geben, wenn du noch unsicher bist. Ich habe ja schon ein paar Mal was gesungen und es kam immer nur so gemischt an. Ich werde jetzt noch einmal was singen und ihr könnt mir gerne Tipps geben und mir auch sagen, ob ich weitermachen soll, denn das ist wirklich mir ein ernstes Thema. Und wenn ihr wollt, dass ich singe, würde ich mich sehr freuen, weitermachen zu können. Aha, oh, there's pain I've heard. There's a thousand things I think you don't deserve. All hope is lost when you spend it all and just can't be the arse. I bet you don't curse down. Come on out and find me, I've been waiting my turn. Crashes on. Now your heart is beating to the sound of my name and I say. Ihr könnt jetzt ganz ehrlich sagen, ob es euch gefallen hat oder ob lieber nicht. Und wenn es euch wirklich nicht gefällt, dann weiß ich ja, dass ich auf YouTube nicht mehr singen sollte. Daher bitte eure ehrliche Meinung mit Kritik und bitte kein Hate in die Kommentare. Akban, was hältst du eigentlich von der Gamescom und bist du da dieses Jahr? An sich fände ich die Gamescom definitiv mal interessant. Es ist nur so, dass ich gehört habe, dass es sehr voll sein soll und man nicht dazu kommt, wirklich mal was anzutesten oder nur sehr wenig anzutesten aus Zeitgründen. Abgesehen davon kostet das ja auch Geld und ich muss dafür Urlaub nehmen und deswegen ist das so eine Sache, wo ich mir doppelt überlegen muss, ob ich das wirklich möchte. Bislang hatte ich noch nicht die Motivation, aber vielleicht entwickelt sich das irgendwann. Wieso steht der AskFM-Link in der Videobeschreibung an erster Stelle, wenn hier keine Antworten mehr kommen? Oder ist AskArke nur noch mit Hashtag möglich? Grundsätzlich ist das so, dass ca. 90-95% meiner Fragen inzwischen über YouTube kommen. Auf AskFM kommen fast keine Fragen mehr, also wirklich nur noch alle paar Tage, Wochen mal eine Frage, weswegen ich die selten reinnehme. Wenn es dann Fragen sind, muss ich mir natürlich immer wieder überlegen, passt die gerade ins Video oder passt die gerade nicht ins Video? Wenn sie ins Video passt, kommt sie auch rein. Genauso wie eben diese Frage hier. Was ist deine Lieblings-Metal-Band? Oh, und bist du bei Hashtag ProudToBe dabei? Zu Metal muss ich sagen, ich höre persönlich kein Metal. Es gibt einzelne Lieder, aber die sind so vereinzelt, dass ich sagen würde, eigentlich habe ich keine wirkliche Metal-Band, die ich liebe. Und als ich Hashtag ProudToBe gesehen habe, habe ich gedacht, ja, ich könnte vielleicht mitmachen, aber ich bin niemand, der irgendwie versucht, dem Trend nachzujagen. Ich mache das, worauf ich Bock habe. Und was soll ich sagen? Soll ich mich jetzt 5 Minuten vor die Kamera stellen und sagen, warum es toll ist, dass ich schwul bin? Ich will daraus kein extra Thema machen, denn ich bin ganz normal, so wie die anderen auch. Was ist deine Meinung gegenüber Bronies? Und kennst du welche? Kennen, ja. Befreundet sein eher weniger. Das liegt aber nicht daran, dass sie Bronies sind, sondern weil es sich einfach irgendwie nicht ergeben hat. Gegen Bronies habe ich per se nichts. Es gibt nur einige wenige Bronies, die es schaffen, bei mir so zu verkacken, dass ich mit ihnen nichts zu tun haben will. Ich finde es einfach zum Beispiel anstrengend auf Stammtischen, wenn dann jemand sein iPad rausholt und laut My Little Pony laufen lässt. Das fände ich aber bei Furries, die irgendwie Furry Rave laufen lassen, genauso anstrengend. Könnte ich den Rest vom Suit selber bauen und nur den Kopf als Commission machen lassen? Auf jeden Fall. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mit dem Gedanken auch schon gespielt, denn ich bin mit meinen Köpfen gar nicht glücklich und den Rest kriege ich auch selber hin. Theoretisch kann
kannst du bauen lassen, was du willst und auch bauen, was du willst. Wenn dir der Kopf zu schwierig ist, dann lass ihn dir als Commission machen. Das Einzige, worauf du dann wirklich achten musst, ist, dass dein Bauer für den Kopf und du dieselbe Fellfarben nehmen. Denn am Ende stimmen die Fellfarben nicht und dann sieht man den Unterschied auch und das wäre sehr schade. Zum Schluss die Frage, was sind deine Ziele für 2016? Naja, was sind meine Ziele? Ich will aus dieser Wohnung raus. Ich will von diesem Job weg, den ich habe. Und in 5 Wochen wird es wahrscheinlich soweit sein, dass ich den Job kündige, mit Kodiak zusammen nach Saarbrücken ziehe und dort einfach ein ganz neues Leben beginne. Mein Hauptziel ist es dabei, mit der Situation einfach bestmöglich klarzukommen. Ich bin jemand, der hängt sehr an Erinnerungen und ich lasse einfach 23 Jahre meines Lebens in Baden-Württemberg bei Freiburg zurück. Das ist ein ganz komisches Gefühl, selbst wenn es jetzt noch 5 Wochen weg ist. Das war jetzt dieses kleine Video zu den Fragen, die ihr mir ernsthaft gestellt habt. Ihr könnt mir natürlich gerne wieder mit dem Hashtag AskArke sowohl Scherzfragen, also Spaßfragen stellen, als auch weiter ernste Fragen. Aber das ist halt weniger das, was ich auf meinem Kanal mache, denn ich mache eigentlich Comedy und Informationszeug. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit. Haut rein, viel Spaß und macht's gut.